Es geht weiter mit der Hauptstory und die ist ein ganzes Eckchen entfernt. Das heißt, ich muss mich da erstmal hinbeamen lassen. Ich will jetzt hier keine Plakate mehr zeichnen. Ich will eigentlich auch keine... Und ich will eigentlich auch keine Online-Leute mit dabei haben. Ich will die Knight Rider-Mission haben. Ich habe übrigens mal geguckt wegen so Side-Missions, aber ich habe mir die Namen von den Sachen nicht so wahnsinnig gemerkt. Von den Aufgaben, deshalb kann ich gar nicht so richtig abschätzen, wie viele davon jetzt schon gemacht sind. Welche das genau waren. Aber es gibt echt verhältnismäßig viele. Und... Muss ich die erst wieder aktivieren? Warte mal. Und da ist schon noch eine ganze Menge Krempel zu entdecken. Cyberdriver aktivieren. Und gut zurück. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hauptmission 9. 9 Nebenmissionen. Ich glaube, es sind mindestens doppelt so viele. So. Warum soll ich da denn... Hä, Moment. Ist jetzt wirklich das Richtige ausgewählt? Cyberdriver. Finde die Kerndaten. Ach doch. Dann machen wir halt Kerndatenjagd. Kann es sein, dass ich die schon gefunden habe? Oder werden die erst auf der Karte angezeigt, wenn man da irgendwie nah genug dran ist? Sollten wir jemanden nach dem Weg fragen? Nein, lass mich einfach. Ah, da unten ist was, wollte gerade sagen. Irgendwo. Aha. Ist doch sowas immer. Und im besten Fall noch in irgendeinem Gebiet, wo man nicht rein darf. Das sieht ein bisschen nach Garage oder sowas aus. War ich hier nicht schon mal? Ah, das ist das unterirdische Ding. Wie komme ich da hin? Da ist irgendwo eine Tiefgarage. Nur, wie fährt man da rein? Exit. Ist hier vielleicht ein... Nee. Ja, hätte ja sein können, dass man irgendwie über die Treppe reinkommt. Und jetzt da drüben geht es in eine Tiefgarage rein, aber ich glaube nicht, dass das die für das Gebäude hier ist. Da ist ein Eingang und hier ist ein Tiefgarageneingang. Sehr gut. Den nehmen wir. Ist da jemand? Hab ich eigentlich... Was war das? Nochmal meinen... Ach, hier. Hey, lass das, Leute. Das ist nicht... Ich wollte nicht auf den schießen, ich wollte eigentlich mit der Granate. Achso, die ist auf R1. Probier's mal. Man muss ja dann noch zünden. Naja. Ein Versuch war's wert. Lief jetzt nicht ganz so elegant, wie ich mir das auch. Das könnte praktisch sein. Aber egal. Hey Marcus, kannst du Wrench danach in der Garage treffen? Geht klar. Mach ich am allerliebsten. Wo denn? Wo war ich jetzt?
Wir haben übrigens wieder das langsamste Auto der Welt geschnappt. Ganz vorbildlich. Nee, das wird zu nervig. Das gefällt mir schon besser. Ich hätte mich da auch wahrscheinlich einfach hinbiegen können, obwohl in den Hauptmissionen kann es manchmal sein, dass man dann nicht biegen darf, ne? Oh, das ist totale Sackgasse. Ah, das ist hier um die Ecke von da, wo wir den einen Hacker gefunden haben. Beziehungsweise den Obdachlosen, der uns da weiter geschickt hat. So. Hier sind gleich zwei Sachen. Hier ist einmal... Ach nee, Moment, das ist wieder das... Ah, das ist wieder das Gebäude, in das ich nicht reingekommen bin. Und direkt daneben ist ja der... ist ja die Basis von DedSec. Ist auch geil. Da könnte sie doch auch einfach mal rübergehen. Rüberklettern. Wie auch immer sie das so macht. Aber irgendwann denke ich mal dann, dass ich hier ein Dings mitnehmen muss. Gabelstapler oder so eine Dings-Plattform, so eine Hebebühne. Hacker lieben Herausforderungen. Okay, Leute, dann legen wir mal los. Okay. Ach, das sollte witzig sein. Ah, okay. Und das Auto ist so hässlich geworden. Scheiße. Oh nein. Ja, dann mal los. Oh, ernsthaft? Grün? Oh Mann. Leute. Na? Geht's noch weiter in Ihrem Videospiel? Also wegen meiner könnten wir noch Inhalte bringen. Ah. Komm schon, Marcus, spring rein, das Wasser ist toll! Kann so gehen? Immer hast du den ganzen Spaß. Oh yeah! Okay, alles ist vorbereitet. Bereit? Und fertig? Los! Weißt du, was fehlt? Atmosphäre. Ich bin kein Normalo-Kali-Auto. Turbo-Boost. Ich glaube zwar nicht, dass da der bessere Trailer bei rauskommt, aber hey. Das aus dem Material zusammenschneiden am Ende, was ich hier wirklich fahre. Wow! Hör auf, schon wieder, Alpha Cops. Ach, mit dem Turbo ist geil. Ist das der Cluster? Ja, das ist das Cluster. Hey,
ein Fahrer! Oh, George, du musst dringend zum Augenarzt. Heiliger Bimbam! In dem Auto ist kein Fahrer! Benutzt die ganze Zeit schon den Boost. Was zur Hölle? Marcus, wir sind im Fernsehen. So schnell? Wir sind gleich vor Ort. Uns erreichen Meldungen, dass das Cyberdriver-Auto spektakuläre Stunts in der Stadt ausführt. Das einzigartige Auto sorgt für Aufmerksamkeit. Das ist vielleicht ein Marketing-Gag. Wenn die Polizei kommt, wird es übrigens alles total neblig. Immer. Also die Polizei bringt ihren eigenen Nebel mit. Seht ihr das? Die bringen immer ihren eigenen Nebel mit. Echt hammermäßig! Cool! Ja, ein Zivilist muss da auch noch dran glauben. Galilei hätte gar nicht mit dem Studio arbeiten und seinen Ruf riskieren sollen. Ist okay, Josh. Weißt du warum? Nein, Sitara. Warum? Wir treffen sie da, wo es Gigaschmerzt. Oh geil, das ist auch durchs Gesehen am Gebäude. Na, jetzt haben wir das dem Filmstudio aber echt mal gezeigt, ey. Was für komische Ladesequenzen jetzt. Hoffentlich bringt uns das ganz viele Follower. Das wäre total geil. Zuerst hat es nur getröpfelt, dann boom. Die Zahlen hören nicht auf zu klettern. Das war ein gutes Ziel. Ja, aber... Geil, dafür müssen echte YouTuber so tun, als würden sie sich umbringen. Nein, ich meine, klar, sieh dir die Zahlen an, aber... Ich weiß nicht, das. Was sollen wir machen? Ich meine, so richtig. Höher zielen. Oh ja, genau davon rede ich. Schaust du zu? Ich weiß. Ist wie blödtube.com. Der Kanal für Volldeppen, habe ich recht. Ja, die. Komm schon. Schau die doch an. Die haben sogar ihr eigenes Branding. Ich verfolge die seit ihrem Zugriff auf unser Servernetzwerk. Scheiße, Mann, jetzt schrei mir nicht ins Ohr. Versuch's mal mit der inneren Stimme. Jedenfalls, wir sind soweit. Fehlt nur noch der Handschlag. Wir arbeiten mit der Humanai Zulu. Für den Fall, dass die Kollateralschadenklausel in Kraft tritt. Die sind diskret. Da war er, der Bösewicht. Und nun? So, neues Fahrzeug, neue Kappe, neue Sachen, alles geil. Markus, diese New
Outbound-Penner haben unser Rekrutierungsvideo gekillt. Ist das zu glauben? Oh, auf jeden Fall. Jimmy Siskas greatest shits? Ach, wirklich schade. Und was wollen wir jetzt machen? Schau beim Hackerspace vorbei, wenn du Zeit hast. Dann entscheiden wir, wie wir es ihnen heimzahlen. Okay. Cool. So, jetzt mal zwei Sachen, oder was? Ich quatsche mal erstmal mit Josh. Galilei war mit dem Auto auf dem richtigen Weg. Offenbar wollten sie die Fahrdaten in einen maschinellen Lernalgo einspeisen. Und Noodle verwendet noch immer Regeln. Sollte uns wohl nicht überraschen, wenn Galilei ein Auto rausbringt, das wirklich funktioniert. Nur eine Frage der Zeit, Mann. Die Mann-Info war nur nochmal, um das klarzustellen, oder? Aber was weiß ich schon. New Dawn will also mit uns in den Ring steigen. Unser Rekrutierungsvideo wurde von allen großen Social-Media-Seiten gelöscht und sie wollen alle Hoster verklagen. Das wird uns eine Menge Follower kosten. Copyright-Gesetze. Nervtötend. Das ist schlimmer als nervtötend. Das ist eine Kriegserklärung. Ich lass mich nicht zensieren. Hey, New Dawn ist ein Scheißbetrug. Reiche Säcke verbrennen ihre Kohle in so einem elitären Gruppenwegsclub. Vielleicht ganz gut für uns. Keiner wird sich auf ihre Seite stellen, außer die sind dort schon Mitglied. Und diese Fake-Kirche kriegt das Fisting ihres Lebens. Was heißt Fisting? Wenn der Dame so von der Hand kriegt, Josh. Oh. Sie wollen nicht, dass wir Material von ihrer Promi-Hure Jimmy Siska zeigen. Also starten wir mit ihm. Er ist der bekannteste Sprecher, den sie aber haben. Das ist Jimmy Siska, ich meine... Als ich klein war, hatte ich die Siska-Brille, den aufgestellten Kragen. Ich kannte jede Zeile aus Open Woods. Alter, ich auch. Ich hab sogar die Lunchbox. Cool. Original verpackt. Cool. Bitte nicht Siska, okay? Irgendjemand, aber nicht er. Es muss auch anders gehen, oder? Ich weiß nicht. Er ist in der Stadt und dreht Cyberdriver. Ich habe mir überlegt, vielleicht können wir mit ihm reden. Und seine Beziehung zu New Dawn demolieren. Und er kann sich wieder weniger arschig aufführen. Dann kann ich wieder meine Siska-Shirts tragen, ohne der Arsch zu sein. Moment mal, die Hand auf Besuch beim Darm. Das heißt doch, man steckt seine Faust in den... Okay, keine Sorge, okay, Josh, es geht auch vorne rum. Ey, verdammt nochmal. New Dawn sammelt schmutzige Wäsche über ihre Promi-Lockvögel, ja? Wir checken das hiesige Center. Wir müssen nur reinkommen und seine Akte ausgraben. Sind alle dabei? Ja. Ich treibe den Stamm zusammen und treffe euch da. Lasst das Fisting beginnen. Hey, ihr habt ihn gehört. Fisting. Oh ja, den Scherz müssen wir unbedingt noch länger reiten. Zu lange haben Kriminelle Schwache und Verletzte unter dem Deckmantel der Religion zum Opfer gemacht. Die Kirche namens New Dawn ist Betrug. Der Rang in der Kirche hängt vom finanziellen Beitrag ab. Loyalität wird erkauft durch Erpressung und Angst. Sie halten sich für unantastbar. Das wird sich ändern. DedSec enthüllt die Geheimnisse und wahren Absichten von New Dawn. Ihr könnt helfen. Maskiert euch und protestiert vor eurem Rekrutierungscenter. Sagt den Anführern online, was ihr von ihnen haltet. Schicken wir ihnen gemeinsam eine Botschaft. Es reicht. DedSec zeigt euch die Wahrheit. Tut, was ihr wollt. Oh Mann, das ist alles so... so aua. So, düsen wir mal hin. Beziehungsweise jumpen wir mal hin. Ja, scheiß Copyright-Gesetze. Das ist nämlich alles immer automatisch auch schlecht. Ganz, ganz schlecht. Ich bin ja auch für eine gewisse Flexibilität. So ist es ja nicht. Aber so komplett alles scheiße ist es auch nicht. Mittelweg wäre vielleicht nicht schlecht. Aber hey, Fisting. Eine Hand hoch für Fisting. Ich muss dir unbedingt was zeigen. Ist das was Schönes? Die Sch-
Chancen stehen 30-1 dagegen. Dann sollte ich es schnell hinter mich bringen. Bin gleich da. Aha, jetzt haben wir zwei Sachen, oder wie? Dann machen wir erstmal das. Oder was ist das hier auf der... ich jetzt hier reingeblinkt? Brent in seiner Garage treffen. Okay, da will er irgendwas anderes haben. Aber wir wollen ja hier... falscher Profit. Da wollen wir weitermachen. Gegen die Illuminaten. Nicht die Illuminaten. Wie heißen sie? Na, wo Tom Cruise und Will Smith mitmachen. Scientology. Kauft Erleuchtung! Kostet nur euer ganzes Geld! Ist das Ablenkung genug? Ja. Gehst du rein, um dich umzusehen, oder? Oh ja. Oh, bin doch schon im Sonntagsanzug. Schön. Kauft Erleuchtung! Kostet nur euer ganzes Geld! So, gelange mit dem Jumper an für Marke Riesler als Orte. Wir ziehen in die Schlacht gegen diese Wichser. Ich brauche jeden Dreck, den du findest. Um neue Follower zu kriegen, müssen wir für einen echten Skandal sorgen. Warum denken wir uns nicht was aus? Wenn das auffliegt, wird alles, was Derzek je gesagt hat, als Lüge abgestempelt. Keine Sorge, wenn es Schmutzwäsche gibt, finde ich den Wäschekorb. Und hier ist Marcus mit der eleganten Metapher. Ach, ich gebe mir Mühe. So, also, das hier ist Sperrgebiet, da kommen wir so einfach nicht rein. Ich kann ja auch nicht einfach durch die Tür gehen und ich krieg das Ding auch nicht auf, weil ich den Zugangsschlüssel brauche. Schauen wir uns mal um, wo es hier vielleicht reingehen könnte. Irgendwo ist immer ein Eingang, da zum Beispiel. Stimmt, die dürfen mich ja gar nicht sehen. Ups. Viel zu blauäugig hier reingefahren. Da wäre ich auch nochmal reingekommen. Easy. Zum Abschluss. In der Zwischenzeit können Sie sich umsehen. Und willkommen bei New Dawn. Ich danke Ihnen vielmals. Gütiger Himmel! So, wir können mal für ein bisschen Ablenkung sorgen. Aber dass man die ganze Mission hier mit dem mit der Drohne macht, finde ich sehr, sehr nett. So, erstmal alles zur Falle umbauen. Erwischt. Jetzt laufen sie halt alle rein. Schaut euch ein bisschen um.
Also die Hälfte der Truppe dürfte schon ausgeschaltet sein. Einfach falsch. Sieht ruhig aus. Geh mir ein anderes weiter. Wo führt denn das hin? Er ist weg. Gib die Warnung raus. Ach so, ich muss da jetzt rein, oder wie? Kann ich da oben hoch? Sein, dass ich es missverstanden habe und einfach hätte in der Gegend stehen bleiben müssen. Wieso kann ich hier hochklettern, wenn ich hier gar nicht durch kann? Oder hätte ich einfach das Ding hier hacken müssen? Warte mal. Nee, so weit komme ich nicht. Okay, wir machen das mal anders. Ich glaube, ich habe das missverstanden. Ich komm doch rein. Ja, Roger. Wieso ist denn da alles voll mit euch? Dein Begräbnis! Los, geben Sie endlich auf! Wir brechen ab! Er ist uns entwischt! Gezielt erschießen! Halten Sie unten für eine Zielbeschreibung! Shit! Will wenn möglich eigentlich nicht unbedingt Leute direkt schon mal erschießen? Irgendwie finde ich, passt das nicht so richtig zu dem. Das ist schon besser. Oh, geht's ein bisschen schneller? Also jetzt hätte ich wahrscheinlich unten das Ding einfach hacken können. Ich kann mal runterfahren. Ja, und dann wäre es aufgegangen. Ah, ich bin so blöd. Also das wäre der Weg gewesen, um das hier aufzumachen. Naja, hat ja trotzdem funktioniert. Oh, da wäre noch ein paar Kerndaten. Auf welcher Höhe liegen die denn? Ah, da oben irgendwo auf dem Dach. Leute, Siska wäre ein guter Verbündeter. Der Mann hat echt Ärger mit der Kirche. Die planen sogar einen Notfall-Audit mit ihnen. Audit. Die wollen sein Geld haben. Natürlich, das auch.
Aber das hier ist was anderes. Die verkabeln sich mit diesen gefakten elektronischen Scheißdingern und spielen Psychiater miteinander. Echt süß. Siska wartet auf den Auditor, aber stattdessen werde ich ihn besuchen. Ist das dein Ernst? Hast du sowas drauf? Aber sowas von. Erst muss ich den echten Auditor aufhalten. Er kriegt einen Anruf von Jimmy Siska. Ja, Leute, ihr müsst hören, wie er Jimmy Siska nachmacht. Einfach zu geil. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich melde mich. Oh, schade. Wir kriegen gar nicht mit, wie er Jimmy Siska fertig macht. Jason, Sie sollen heute nach zu einem Audit kommen? Jimmy, ja, genau. Ich wollte gerade los. Wie läuft's denn so? Nicht gut. Ich glaube, ich habe zu viele Empanadas gegessen. Mein Magen ist viel zu labil für eine Sitzung, wenn Sie verstehen. Ja, ja, schon kapiert. Fieser, echt fieser Durchfall. Ja, ich verstehe. Können wir es vertagen? Ja, werden wir wohl müssen. Ich habe schon Tabletten genommen. Ich rufe bald zurück, versprochen. Alles cool? Alles cool. Dann gute Besserung, Jimmy. Wird schon wieder. Das war ja easy, da ranzukommen. Komisch manchmal. Was ist denn das für ein geiler Gabelstapler? Der ist aber neu. Nicht geil. Hier sind auch schon die nächsten Kerndaten. Das hat jetzt bitte keiner gesehen, oder? Ey, würdet ihr mich bitte nicht sofort überfahren? Oh, Moment, in der Nähe von einem Tittenclub oder was? Oben und hier ist irgendwas, wo man hoch soll. Die kürzlich bekannt gewordenen vertraulichen E-Mails haben unerwartete Konsequenzen für HMP Studios. Die Dokumente legen eine anhaltende, umstrittene Zusammenarbeit mit Galilei offen, dem Entwickler des teuren Hightech-Autos aus dem neuesten Blockbuster des Studios, Cyberdriver. Die E-Mails belegen, dass ein Studioboss den Wagen als nutzlose Gurke bezeichnet und mit rechtlichen Schritten gegen den Raumfahrtkonzern gedroht hat. Allerdings gab es auch gute Nachrichten für HMP Studios. Seit dem Hackerangriff ist der Film in aller Munde. So ist Cyberdriver der Überraschungshit des Jahres. Laut Polizei hat das Studio die Hackergruppe bisher nicht angezeigt. Wir bleiben dran. So, jetzt haben wir ganz schön viel Krempel erledigt hier. Und tatsächlich, man brauchte hier die Kombination von beidem. Verdammt! Was immer alles los ist, das ist so geil. Hier wurde jetzt jemand überfallen. Dann kam der Krankenwagen und dann kam noch der Polizeiwagen. Dann haben sie den verhaftet. Da kann ich den da drüben noch beklauen. Zack. Voll cool. Gut, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geachtet, aber ich würde mal tippen, dass es, ja, die Uhr ist voll, sagen wir mal. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Also bis dann, ciao.